Richtig gut. Fein. Oh, ein buntes. Ein buntes, ne? Ja. Pisst da einfach in unseren Kinderwagen. Geht wohl. Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Mittwoch. Super kalt heute. Ich habe jetzt gestern neue Bekleidung für die Hunde bestellt. Ich habe auch für die Abby nochmal zwei Mäntel bestellt in zwei verschiedenen Größen, um zu gucken, welcher besser passt, dass wir diesmal halt wirklich was finden, was sie anzieht. Auch so ein Fleece-Pullover. Und bin sehr gespannt, ob das hinhaut diesmal und ob sie sich damit dann besser bewegt, das dann ordentlich antrainieren, wenn der gut passt. Und ja, hoffe, dass wir dann damit was finden, was wir benutzen können, weil es ist auch echt zu kalt für die Evi. Ne? Die flitzt dann schon zwar immer und sie wird trotzdem froh sein, das nicht anhaben zu müssen, aber es geht halt nicht anders. Die kann nicht ohne Mantel rumrennen die ganze Zeit. Das dazu. In dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal kurz erzählen, ich hatte doch mal vor ein paar Wochen erwähnt, dass ich für die Abby eigentlich auch ein Geschirr habe anfertigen lassen. Das kam dann auch, nachdem ich es umgetauscht habe. Und es passt einfach überhaupt nicht. Ich habe noch mal geguckt, ne, ob ich richtig gemessen habe. Und ich habe definitiv richtig gemessen, aber es ist einfach am Hals viel zu eng. Lässt sich kaum verstellen, weil es halt so winzig ist. Und das geht einfach nicht. Das ist so eng am Hals, dass sie das Husten anfängt, einfach nur vom Tragen. Und das geht nicht. Und deswegen, das Problem ist halt bei der ganzen Sache, deswegen kann ich euch auch leider die Firma jetzt nicht weiterempfehlen, weil es halt ja nicht so meinen Vorstellungen entspricht, wie ich es gerne gehabt hätte. Was wollte ich jetzt sagen? Deswegen gebe ich euch jetzt auch nicht weiter, wie die Firma heißt, weil ich es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen würde. Und ja, das Problem, das nächste Problem, was dazu kommt, ist, dass die Firma halt in Österreich sitzt. Und sprich, wenn man da jetzt sagt, okay, ich will jetzt was ändern lassen, ich will es umtauschen, muss man halt selber die Versandkosten tragen. Und die liegen halt bei, wenn ich jetzt richtig überlegt hatte, ich glaube bei fast 20 Euro oder 12 Euro oder irgendwie sowas. Einfach nur reiner Versand ohne Sendungsverfolgung. Und das ist mir einfach zu teuer, um das jetzt nochmal loszuschicken. Ich versuche das jetzt einfach selber zu verkaufen über eBay Kleinanzeigen. Das muss dann halt ein sehr schmaler Chihuahua sein. Vielleicht auch einfach einer mit nicht langem Haar. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kriege das los. Aber der Abby passt es nicht. Schade. Sehr schade. Habe jetzt da bei der anderen Firma, wo ich jetzt die Mäntel bestellt habe, habe ich jetzt auch noch ein Geschirr bestellt, wo ihre Maße gut reinpassen. Ich hoffe, das passt dieses Mal. Ihr werdet es ja sehen. Übrigens habe ich aber im letzten Mal gesagt, dass ich vermute, dass die Abby langsam, die Hörkraft nachlässt. Und um dem vorzubeugen, da fange ich jetzt schon mal an, so ein bisschen Sichtzeichen zu machen beim Abruf, indem ich einfach immer links und rechts die Arme so zur Seite mache, dass das später, dann auch gut klappt. Oder dass ich da wenigstens, wenn sie mich anschaut, eine Möglichkeit habe, sie irgendwie zu mir zu rufen. Falls jetzt doch das Gehör ein bisschen nachlassen sollte. Ne? Das kann ja bei fast 13 Jahren auch mal passieren. Nicht wahr? Naja, we will see.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Montag. Genau. Ich bin mit den Hunden unterwegs und ich erzähle euch gleich nochmal, wie unsere Runde gestartet ist. So, da vorne sind Hunde. Jetzt geht's. Anila ist okay, aber wenn wir ehrlich sind, zuerst wurde ganz schön rumgebellt, ne? Als wir noch gerade rausgekommen sind und die Anila noch an der Leine war. Das ist ja bei uns immer so ein bisschen schwierig, wenn wir zu Hause sind. Da reagiert sie sehr auf Hunde. Oder generell so die ersten Hunde, die sind immer schwierig. Dazu kommt jetzt, dass seit es geschneit hat und so kalt ist, ist sie sowieso wieder ein bisschen belliger drauf, reagiert schneller auf Reize und so. Super, klasse, gute Maus. Genau, aber jetzt geht's wieder. Ich hab dann viel bestätigt, dass sie sich abwendet, dass sie sich abwendet ohne bellen. Und das hat ein paar Mal gedauert. Und ja, dann hat's geklappt und dann konnten wir dann auch langsam hinterhergehen. Leinführigkeit ging dann natürlich nicht ganz gut. Dann brauchte sie ein bisschen mehr Hilfe. Aber ja, jetzt wo sie dann halt wieder entspannt war, habe ich sie dann von alleine abgemacht und jetzt geht's. Jetzt habe ich auch keine Bedenken mehr, dass sie dahin rennt. Ja. Jetzt. Genau. Aber wie gesagt, ne, sie hat auch erst gebellt und zum Glück springt sie nicht wie eine Irre in die Leine, aber sie bellt halt. Aber das kriegt man auch noch hin. Beziehungsweise ist es ja auch nicht schlimm, wenn sie mal bellt. Früher hatte ich damit immer ein Riesenproblem, aber es wird wirklich besser. Ich kann jetzt schon richtig gut gelassen damit umgehen. Ja. Ohne Kind ist das natürlich alles nochmal ein Stück einfacher. Ja, und finally ist heute hoffentlich endlich der Tag, ab dem das Kind jetzt in den Kindergarten geht. Hoffen wir mal, dass jetzt keine Zwischenfälle mehr kommen und dass es jetzt endlich klappt. Heute ist der erste Tag der Eingewöhnung und ich habe jetzt Vormittag wieder meine Zeit. Jetzt erstmal nur für 2 Wochen, das ist ein bisschen kompliziert, darauf gehe ich jetzt nicht so genau ein. Anila! Super, klasse, gute Maus, prima. Und dann ist ja fast Weihnachten und da hat dann die Kita logischerweise auch zu. Und also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann ist erstmal wieder 2 Wochen Pause quasi. Also im halben Dezember ist sie dann wieder bei uns. Und dann geht es ab Januar weiter. Und ja, ich freue mich einfach jetzt schon sehr auf diese 2 Wochen, die wir hoffentlich ohne Krankheit durchbekommen. Naja, ein Wunschdenken wahrscheinlich. Mal sehen. Aber ich freue mich jetzt erstmal um jeden Tag, den ich habe. Und die sind auch gut unterwegs. Abby! Jawohl, feine Abby! Abby Lou! Ja, yeah, super, prima! Da wird ein Hund auf jeden Fall getreten ordentlich. Nein. Abby. Tack. Super. Feine Abby. Prima. Abby. Leine. Das machen wir doch nicht. Das ist mir. Anila, nein. Das ist mir gerade zu heikel. Super, prima. Abby, geh mal hinter. Abby. Super. Wieder ran. Super, prima. Jawohl. Prima, super. So, wir kommen zu diesem Mittwoch. Wir sind unterwegs. Gestern war ich auch mit den Hunden draußen, nur zeitiger, und da war ich wirklich zur absoluten Primetime anscheinend unterwegs. Ich habe so viele Hunde getroffen, es war so chaotisch, und einmal haben wir die im Wald getroffen und da ist immer nur so ein schmaler Pfad. Und da kamen von vorne Hunde und von hinten Hunde und ich hatte keine Möglichkeit irgendwie auszuweichen. Und die Abby, die war richtig so, oh mein Gott, ich weiß nicht wohin, überall sind Hunde. Und wir haben die dann von hinten einfach vorbeigelassen. Und dann hatte ich halt die Idee, wir laufen einfach hinterher.
dann umgehen wir die ganzen Hunde. Aber die Abby hat gesagt, nee, lass uns bitte umdrehen. Also die ist wirklich einfach straight in die andere Richtung gelaufen, so 2 Meter. Dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, können wir nicht bitte da lang gehen? Und erst habe ich halt überlegt, ob wir doch hinterherlaufen, weil es besser ist. Und dann dachte ich, ach mein Gott, dann gehen wir wieder zurück. Und genau das Thema hatte ich ja erst letztens, wo das Wetter so schlecht war und die Abby gerne nach Hause wollte. Da ist sie ja dann auch umgedreht und wollte wieder heim. Und da habe ich auch gesagt, das kann man ja vielleicht später, kann der Hund halt lernen, dass er da auch sagen kann, was er jetzt gerade möchte. Und dass man ihm damit die Möglichkeit geben kann, zu sagen, okay, wenn dir das jetzt gerade hilft in der Situation, dann können wir auch woanders lang gehen. Und genau, das habe ich halt gestern, wie gesagt, dann auch so gemacht und bin dann halt einfach mit den Hunden wieder zurückgelaufen. Also wie gesagt, ich finde das halt ganz cool, dem Hund ab und zu damit die Möglichkeit zu eröffnen. Du darfst auch gerne einen Vorschlag machen und den können wir dann annehmen. Ich erzähle ja hier immer so meine Sachen, wie ich das mit den Hunden mache. Ist aber immer, man sollte halt immer überlegen, dass man das vielleicht immer nicht so eins zu eins auf seine Situation überträgt. Ich kenne das von mir selber, das habe ich früher auch gemacht. Ich habe irgendwas im Internet aufgeschnappt und habe das dann halt eins zu eins übertragen. Was halt immer nie so gut ist, weil die Methoden dann gegebenenfalls nicht zu dem Team passen und vor allem auch nicht zu dem Hund. Und auch die Geschichte. Ich weiß halt, dass wenn es mal eine Situation gibt, wo die Abby halt mit muss, wo sie nicht entscheiden kann, dann müsste ich jetzt nicht lang, ich möchte woanders lang gehen, dass ich das trotzdem hinbekomme, dass sie mit mir mitgeht. Wenn ihr aber einen Hund habt, wo ihr euch dann nicht sicher seid, dass das dann funktioniert, dann würde ich das vielleicht auch nicht unbedingt so machen, beziehungsweise anders, ne? Also ich sag mal so, solche Tipps im Internet oder solche Vorgehensweise, wie das andere Leute machen, die sind halt trotzdem immer, ich sag mal, mit Vorsicht zu genießen. Man muss halt einfach mal gucken, wie es in seine Situation passt. Und nicht immer einfach alles eins zu eins übertragen. Das nur am Ende. Ich sagen will, ist, ich gebe euch hier gerne an Denkanstöße oder zeige euch, wie man es auch machen kann. Das heißt aber nicht, dass man es so machen muss. Und das heißt auch nicht, dass es andere Herangehensweisen geben kann. So, ich mache es halt nur so mit meinen Hunden, weil es so gut funktioniert. Und ja. Nicht, wenn ihr den Kopf wegnimmt. Du musst mal das Leckerli auf deine Hand legen und dann hinhalten. Und dann kann es sein, dass ich das wegnehme. Abby, nein. Ja, dann tu es in die Kiste rein. Anziehen. Gut. Guten. Klasse. Gut. Bleib. Die andere. Gib mir mal die Pfote, Anina. No, Anina. Danke. So. Das sieht gut aus. Das sieht super aus. Den können wir behalten. So, die Anila hat noch einen Unterziehmantel bekommen für ihren aktuellen pinken. Noch was drunter, wenn es ganz knackig ist. Ja. Und ich denke, das passt. Der könnte noch ein... Mädels. Ey. Der könnte vielleicht noch ein Ticken länger sein. Ich denke, das passt. Baby, einmal anziehen. So. Oh, ein buntes. Ein buntes, ne? Ganz begeistert bist du noch nicht, ne? Aber es ist okay, oder Abby? Es ist eigentlich okay. Fein. Ja, hoch. Ja, super. So, wir sind spät unterwegs. So spät ist es gar nicht. Aber wir gehen jetzt nochmal in den Baumarkt, die Anila und ich. Sie wollte mit. Und da ich mit ohne Kind gehe, dann mache ich das mal noch schnell.
Das ist immer ein gutes Training, ne? Ja, super. Anhalten. Okay, komm ran. Nila, Nila. Ja, ich habe okay gesagt, ne? Nila. Ja, super. Mal wieder chaotisch unterwegs mit zwei. Nila, ran. Super. Yep. Geh schnüffeln. Mit dem neuen schicken Pullöverchen. Gut. Ran. Yep. Super klasse. Nila links. Hey, hey, hey. Geh links. Klasse. Prima. So ist sie klasse. Super, fein. Yep, super. Yep, super, fein. Hallo. 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 Super. Prima. Ganz tolle Maus. Super. Super. Pass auf. Mach mal Platz. Bleib kurz. Das macht mein Handy gucken. Ich hoffe, ich hab das mit. Klasse. Schnipper. Richtig gut, fein. Stopp, zurück. Prima. Ja, yeah, super. Klasse. Ja, das machst du ganz toll. Gar nicht mehr so aufgeregt. Ganz prima. So, warte mal. Geh mal links. Super. Diese Dinger, ne? Das ist immer schwer. Komm mal hier lang. Ja, super. Prima. Hallo. Nila? Jawolli, super, klasse. Das riecht immer gut, ne? Das riecht gut. Bist du super entspannt, ne?
machst du richtig gut. Ja. Nee, keine Ahnung. Ciao. Zack! Oh, feine! Prima! Ich bin wahrscheinlich hier schon die Granny mit ihren super unverträglichen Hunden, die immer keinen Kontakt haben will. Aber gut. Ja, Nila, Nila, ist gut. Jawolli, klasse, prima. Abby ist gut, Abby ist gut. Klasse, Abby, super. Na, den findest du charmant, ne? Ups. Nila ist gut, Nila ist gut. Alles gut, prima. Ey, sag mal. Also. Das ist ein Arsch. Also. Pisst da einfach in unseren Kinderwagen, geht wohl. Hoffentlich schnell gemacht. Na klar, volle Möhre. Ja, aber ich hoffe, ich war schnell genug. Ich hab ja noch das Kind. Dann müssten wir weiterlaufen mit diesem Hund an der Leine. Ja. Chicken-Train hast du gesagt. Ja, ne? Dann kommt der Schreier. Der Schreiboy. Ach, das ist schon immer sehr interessant für die Leute. Du musst nur aufpassen, dass er nicht so auf den Hund zuläuft, ne? Ja. Weil ich weiß nie, wie der reagiert. Nila, nein! Ja. Abby. 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 Es ist immer noch unser Kind. Nila. 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 Schluss. Super. Abby. Zack. Super. Komm hier. Ich habe keine Konnektive an. Klasse. Prima. Komm mal hier. Oder Frisbee-Hund. Super. Klasse, Anila. Yep, super, klasse. Gute Maus. Tack, super. Toll, Abby. Gut gemacht. Die Abby. Klasse. Prima. Zack, super, Abby, klasse, tolle Maus. Zack, yep, super, toll, ihr zwei, ganz klasse. Abby, Janina, super. Yep, super, klasse. Super, klasse, prima, Abby, feine Maus. Hallo. Hallo. Klasse. Toll, die Abby. Ganz prima. Klasse. Ganz prima. Kitsch. Klasse, Abby. Fein, Anila, super. Nila, da kommt auch ein Hund. Nila, catch. Gott, catch. Abby, tack, super, klasse. Prima. Ja, super, catch. Prima. Jawohl, Kitsch. Tack, super, Abby. Tolle Maus. Dass der die nie annimmt. Unglaublich. Können wir gehen noch ein Stück weg, Abby? Tack, super, komm.
Ja, prima. Klasse. Ja. Tack, super, Abby. Prima. Ja, super, tolle Abby. Gute Maus. Prima, gut. Klasse, Anina. Ja, yeah, super, Kit. Gute Maus. Tack. Prima. Klasse, Abby. Tack, super, klasse. Abby. Tack, super. Nein. Klasse. Tack, super, klasse. Gute Abby, fein. Anila auch, tolle. Alles gut, leise. Kitsch. Kitsch. Gut, prima. Kitsch, ja, super. Prima. So, das war's jetzt mit unserem Vlog. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck. War ein bisschen querbeet. Und ein bisschen zusammengefasst und auch, wie ihr gemerkt habt, ohne Datum. Das mache ich im Dezember immer so und das wird auch bleiben, aber im neuen Jahr, denke ich, werde ich dann das Datum zurückkehren lassen. Es geht mir nur einfach darum, dass der Geburtstag von unserer Tochter da reinfällt und ja, ich nicht möchte, dass das einfach so ersichtlich ist. Welcher Tag das ist, da sind wir ein bisschen vorsichtig. Genau, aber wie gesagt, zum neuen Jahr ändert sich das dann wieder und dann bekommt ihr auch wieder das Datum mit. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet euch aus dem Video was mitnehmen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wie gesagt, meine Elternzeit ist jetzt vorbei und ich hoffe, ich kann jetzt wieder mehr Zeit in den Kanal investieren und es gibt jetzt wieder neue Videos und auch mal wieder Tutorials und so weiter. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao!